Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Eiserne Flammen. Für das Schwarze Auge herausgegeben von Ulysses Spiele. Viel Spaß. Ja, Eiserne Flammen. Lange, lange haben wir gewartet, um dann am Ende dieses Werk in den Händen halten zu dürfen, beziehungsweise dann als PDF zu lesen. Eiserne Flammen. Ich bin ein bisschen verliebt, denn dieser Abschluss ist nicht nur da, nicht nur als Abenteuer da, sondern er ist auch ganz großartig. Das schon mal vorweg als Spoiler. Ja, die schwarzen Lande. Das, was damals mit 4.1 begonnen hat und dann dem Schleiertanz, Schleierfall, es ging dann weiter über den Nagrax-Splitter. Wir haben dann mit Bahamuts Ruf den Charybdoros-Splitter versenkt. Wir haben dann in den Schwarzen Landen gegen Lucardus von Kemet gekämpft und den Seelensammler. Und nun dürfen wir gegen Leonardo, den Mechanikus, ins Feld ziehen. Endlich hat es ein Ende und dieser Abschluss ist großartig. Er ist in meinen Augen auch das Beste von diesem Zyklus. Kampagne kann man das ja nicht nennen, denn wie man dann auch in dem Panel gesehen hat, man kann dieses Abenteuer auch spielen, ohne dass man die anderen Abenteuer gespielt hat. Man muss auch nicht das Buch dazu gelesen haben, also den Roman, und man muss auch nicht das Prequel gespielt haben. Das ist alles nicht nötig. Alles, was ihr braucht, ist viel Lust und Laune auf Yol'Gurmak und herausragend legendäre Helden, die es dann eben auch mit der Stadt aufnehmen können, beziehungsweise mit Leonardo. Ja, was soll passieren? Was ist passiert? Ich habe bereits in einem ausführlichen Video darüber gesprochen, warum der Splitter aktuell da ist, wo er ist und wer Leonardo ist. Das solltet ihr euch eventuell auch noch einmal ansehen, könnte natürlich helfen. Alternativ, was soll passieren? Dieses Abenteuer ist unglaublich gut strukturiert, sodass man dann eben auch schon in diesem Ausblick, der Ausblick für den Spielleiter, kann man eine ganze Menge erfahren, wo dann die Reise hingeht, noch bevor man dann die anderen 120, 128 Seiten des Buches gelesen hat. Also auch das hilft dann beim Überblick. Die Helden werden angeworben und zwar von einem Angrosch-Priester beziehungsweise dem höchsten Angrosch-Priester. Ein Zwerg namens Orombolosch. Das ist der Bruder vom Hochkönig der Zwerge. Auch den könnte man eventuell kennen. Also es ist nicht nur irgendeine Person, sondern ein herausragender NPC, der eben auch schon den Verlauf von Aventurien schon einmal diktiert hat. Und auch jetzt wird er wieder einmal verkörpert werden in diesem Abenteuer. Zudem gibt es auch eine Ingrim-Geweihte, die die Helden mit begleitet, dann bei der Anwerbung dabei ist und dann eben auch den Helden hilft, tatkräftig unterstützt, und ich finde, das ist auch eine ganz gute Idee. Zusätzlich kommt diese Dame auch aus Al-Anfa, dementsprechend auch wieder ein sehr besonderer Ort. Kein Gareta oder Greifenfurter. Es ist einfach mal eine andere Kultur, die dann hier auch jetzt wieder mit in ein Boot geholt wird. Die lässt sich dann eben auch sicherlich sehr anders darstellen, wenn dann der Spielleiter ein bisschen mehr Lust hat, diesen kulturellen Konflikt der Al'Anfaner dann noch mit ins Boot zu holen. Dann soll das eben auch einen sehr interessanten NPC ermöglichen. Ja, die Anwerbung findet natürlich nicht in einer Taverne statt, sondern die Helden, die legendären Helden werden natürlich angeladen, entweder weil sie so oder so schon eine bekannte Hintergrundgeschichte haben oder weil sie vielleicht durch das Prequel-Abenteuer dann auch dazu ja, überredet werden oder bekannt gemacht werden. Also auch das würde sich anbieten, wenn man dieses 16-seitige Prequel gespielt hat. Das wäre also auch möglich. Ja, zu werden auf alle Fälle in Wahrung angeworben. Man könnte das natürlich auch in Paraynefurten spielen. Das ist dann euch komplett überlassen. Es macht natürlich Sinn, sich zeitlich zu betrachten, dass Helme Hafax noch nicht besiegt worden ist. Also wir sind ungefähr im Jahre 1038, 1039. Man kann das prinzipiell auch weiter nach hinten schieben, man kann das auch nach vorne schieben. Das geht bei der Splitterdämmerung ja auch immer, aber in diesem offiziellen Rahmen spielen wir noch vor der Hafax-Dämmerung, die dann Abenteuer 211 und 212 gewesen wäre. Aber jetzt hier in diesem DSA-5-Zyklus ist das ja sowieso alles noch ein bisschen anders umbenannt. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Die Helden werden angeworben und sollen dann nicht nur einen Karren mit Essen transportieren, sondern sie sollen auch nach dem Rechten schauen. Die Zwerge haben so langsam die Schnauze voll von dem, was Leonardo dort treibt mit dem Splitter, und sie wissen, dass irgendetwas im Argen liegt, und auch Rombolosch würde das jetzt gerne verhindern.
Es gibt dazu nicht nur ein Artefakt, was gebaut worden ist, um diesen Splitter zu transportieren, sicher und verschlossen, damit dann Agrimod seine Macht nicht weiter ausdehnen kann, sondern es gibt eben auch einen Plan, um die Seele von Leonardo zu retten. Finde ich hier auch ganz spannend, dass die Kirche darum bemüht ist, die Seele von diesem Hochpaktierer dann zu erhalten, beziehungsweise dass sie nicht eingeht in das Reich von Agrimod. Denn der möchte natürlich einen sehr, sehr hohen Diener, einen sehr, sehr geschickten Diener, möchte er natürlich in seinen eigenen Reihen wissen, in den Niederhöllen. Und das möchte die Kirche an dieser Stelle verhindern. Das heißt, der Endgegner soll nicht einfach getötet werden, sondern er soll unter gewissen Umständen getötet werden, beziehungsweise dann seine Seele aufgehalten werden, dass sie dann eben nicht in das Reich einziehen kann. Also das merken wir uns einfach schon mal für das Finale. Sie haben also mehrere Ziele. Die Seele von Leonardo retten, den Splitter von Yol Gurmak aus transportieren zurück nach Wahrung, beziehungsweise zu dem Hochkönig, wo auch immer sich dann aufhält, beziehungsweise zu dem Bergkönig ist es nur Aromboloch. Sein Bruder kann da sicherlich auch helfen, später dann bei ja, einer sicheren bei einem sicheren Aufenthaltsort für diesen Splitter. Ja, zudem, wie gesagt, ein Essenstransport, damit dann die Helden eben auch eine gewisse Tarnung haben. Essen in Yol Gurmak ist auch immer ein bisschen schwierig, auch das wird sich dann im Verlauf des Abenteuers zeigen. Sie werden also mit Essen ausgestattet, einem Karren, damit man dann eben auch diese Transportbox für den Splitter dann eben auch tarnen kann, und zwar unter der Nahrung. Und so sollen sie gemeinsam mit der Geweihten aus Al-Anfa aufbrechen. Ja, und genau das tun die Helden dann auch, nachdem sie sich etwas vorbereitet haben. Es gibt ganz hinten noch unglaublich viele gute Handouts, die man an dieser Stelle schon einmal verteilen kann. Ich bin ein sehr großer Freund von Handouts. Die erleichtern das Spiel. Man kann dann ja die Spieler erstmal ein bisschen lesen lassen, mit sich selbst dann spielen lassen. Und hier schadet es nicht, wenn man die jetzt an dieser Stelle schon herausgibt, damit sich die Helden eben auch vorbereiten können. Und das ist dann nicht nur sowas wie wir packen Heiltränke ein, sondern es sind dann eben auch ja, Dinge, die man dann später noch im Hinterkopf behalten könnte, wenn es dann in das Finale geht oder auch um sich auf das Finale vorzubereiten. Der Weg von Wahrung, beziehungsweise man kann das auch von Perrainefurten machen, habe ich ja schon gesagt, in Richtung Yol Gurmak kann dann noch etwas ausgestaltet werden. Die Reise wird natürlich noch einige Tage dauern. Man kann hier wieder mit den Landschaften spielen. Balfemor von Punin hat ja hier auch schon über die Jahre eine ganze Menge an Unbill ja, in das Land gebracht und hat dann hier mit seinem Humus Unelementaren bzw. den Arkobalim das Land dann so ein bisschen verheert. Also auch damit könnte man spielen. Es gibt weitere Irrhalkengardisten, die dann hier patrouillieren und die dann das Leben sehr schwer machen könnten, wenn man das denn mag. Aber die Reise ansonsten ist nicht wirklich weiter spannend. Man könnte noch in Erfahrung bringen, dass es einen geflohenen Schwarzmagier gibt, der wohl auch einiges angestellt hat. Man weiß nicht genau, was er getan hat, aber man weiß auf alle Fälle, dass da irgendwas passiert ist. Und wenn die Helden dann eben auch nach Yol Gurmak einreisen, können sie wohl erkennen, dass sich etwas verändert. Jetzt auch gerade in dem Moment, wo die Helden anreisen, denn zu diesem Zeitpunkt findet der erste Teil von einem großen Ritual statt, denn Leonardo möchte sich und die Stadt miteinander vereinen, kombinieren. Er möchte seine Seele eben in diesen Splitter einschmelzen lassen und das ist verschiedensten Parteien nicht ganz so recht. Also die Helden bekommen Hilfe aus verschiedensten Richtungen, obwohl sie doch auch noch auf sich alleine gestellt sind. Jede Partei hat ihre eigenen Ziele. Und ich finde dieses Spiel am Rande des Abgrunds finde ich besonders spannend. Aber zu dieser Reise an sich ist sonst nichts weiter zu sagen. Dann folgte die Stadtbeschreibung von Yol Gurmak. Die ist sehr, sehr ausführlich, muss ich sagen. Bietet sich natürlich auch an, wenn man hier in einer großen Stadt-Sandbox spielt. Dann muss man natürlich auch als Spielleiter wissen, wie es in der Stadt so aussieht. Und das wurde dann hier auf den nächsten paar Seiten getan, damit man sich dann sehr frei danach orientieren kann. Kohlschwarze Nacht, ja, wie gesagt, die Stadtbeschreibung. Es wurde viel übernommen aus Altpublikationen, also die erkenne ich hier wieder, aber es ist kein einfaches Kopieren, sondern es ist einfach ein Adaptieren, so würde ich sagen. Es wurde viel weitergedacht, wie hat sich die Stadt im Verlaufe der Jahre entwickelt.
Wenn dann eben Galotta gewichen ist und Leonardo dann gefolgt ist, Leonardo, der Mechanikus, der sich dann nicht wirklich um die Belange des Volkes interessiert und der dann die anderen Räte regieren lässt. Also es gibt dann natürlich auch viele Handwerker, die dann eben dafür sorgen, dass es in der Stadt dann eben auch ja, Leben ermöglicht wird, dass da eben auch Menschen leben können und nicht nur Dämonen oder Untote. Es gibt aber eben auch dann noch die Magier, die dann unter Balfour leben oder eben auch die, ich sag jetzt mal, Werwölfe, die dann unter Arengrim leben, dem Herzog, der sich vor allem dabei auch um die Umgebung von Yolgoma kümmert und um die Stadt selbst noch nicht einmal so. Ja, die folgende Stadtbeschreibung ist auch sehr gut. Sie ist gut strukturiert und ja, ich kann nicht wirklich weiter mehr was dazu sagen. Wer wissen möchte, was in Yolgomak so los ist, der kann sich natürlich auch nochmal die Actual Play Sachen von mir dazu ansehen. Es ist an sehr, sehr viel gedacht worden und da merke ich eben, wie gesagt, dass die Redakteure wussten, was sie da getan haben. Gefällt mir ausgesprochen gut. Nachdem die Helden dann sich eine Unterkunft gesucht haben, es werden hier viele verschiedene Tavernen oder Gasthäuser angeboten, es ist egal, welche sie sich suchen, es ist wie gesagt eine schöne große Sandbox, nachdem sie dann angekommen sind, werden sie aufgesucht und zwar von verschiedensten Parteien. Zum einen, das habe ich ja schon gesagt, sie transportieren Nahrung, die aktuell nicht verfault ist. Und können sich dort dann mit Händlern unterhalten, können dort dann auch Geld verdienen. Das ist natürlich nicht ihr Hauptanliegen, aber Geld in einer solchen Stadt ist natürlich auch immer von Interesse. Zudem könnten sie sich damit auch Informationen kaufen. Zudem, dass sie von einem Nahrungshändler kontaktiert werden, bekommen sie dann eben auch Besuch von einer Schwarzmagierin, die Balfemor von Punin dient. Und die ganz gerne wissen möchte, was die Helden hier wollen. Das ist auch wieder hier der Tanz am Abgrund, der dann hier gelungen ist. Möchte man mit einer lieben und netten Schwarzmagierin zusammenarbeiten, ist es jetzt noch schwarze Magie. Es sind eigentlich Yolgurmaker, die dann nicht einmal in der Schwarzen Akademie sind, sondern die einfach ausgestoßen sind, die gesucht werden. Es ist schlicht verboten, hier zu studieren, aber ja, wenn man Informationen braucht, möchte man da mit der arbeiten oder macht man sich das Leben besonders schwer? Gerade wenn man dann eben diesen Götterdienst erweisen möchte und einen Splitter aufhalten möchte, also den Agrimor-Splitter vernichten mag, kann man es sich überhaupt noch leisten, diese Hilfe abzulehnen? Und was ich eben auch noch vergessen habe, was auch allerdings hier dann noch zu erwähnen wäre, es wurde auch daran gedacht, ich habe einen Weißmagier, meinetwegen Pfeil des Lichts oder so etwas, oder ich habe einen Bannstrahler, einen Preios-Geweihten oder einen Rondrianer. Auch diese Leute können hier integriert werden, wenn man das möchte. Das wäre ja mal besonders schwierig, denn diese Leute dürfen nicht getarnt umherlaufen, sondern müssen offen auftreten, dürfen nicht lügen. Das würde das Abenteuer für sie natürlich besonders schwer machen, aber auch für die wurde eine Lösung gefunden. Das heißt, selbst wenn man dann seinen ja, großen Magier dann spielen möchte, der aus dem weißen Lager kommt, der dann sehr Preios-gefällig zaubert, selbst den könnte man hier spielen, wenn man denn unbedingt wollen würde. Alternativ sind hier natürlich sehr fexische Charaktere dann das, was man ins Feld führen sollte. Also man sollte lügen können, man sollte sich verkleiden können, wäre zumindest sehr hilfreich und man sollte sich eben auch in den Gassen auskennen. Die Helden können jetzt entweder alleine oder gemeinsam mit der Schwarzmagierin Wilde Grimja von Yolgomak auf Erkundung gehen. Sie können Gerüchte sammeln und versuchen herauszufinden, was denn jetzt passiert ist. Denn auch die Stadt weiß nicht wirklich, was Leonardo dort unten tut in seiner Festung, dort, wo er seine Höllenportale aufgerissen hat und diese Weltenmaschine gebaut hat. Was genau darum vor sich geht, weiß vielleicht gar nicht jeder. Aber das Ziel ist es dann eben in dieser Sandbox Yolgomak herauszufinden, was eigentlich passiert ist und wie man jetzt das aufhalten kann. Wie man da unten reinkommt. Denn man kann da nicht einfach runterspazieren und sagen, ich hätte gerne die Seele von Leonardo und den Splitter. Das funktioniert nicht. Wenn sie dann herausgefunden haben durch Gerüchte oder verschiedene anderen Kanäle, dann werden sie wohl in der Stadt herausfinden, dass der eigentliche Plan, den sie hatten, nicht mehr funktioniert. Denn die Essenz des Splitters ist schon übertragen worden. Der Splitter ist also leer, er hat sich verändert. Und das Gefäß, was sie gebaut haben, müsste verändert werden. Da sind sie ein bisschen aufgeschmissen, können das allerdings mit viel Handwerk versuchen zu verändern. Und das ist hier eben auch ein besonders schöner Part, wie ich finde.
Denn wenn wir schon gegen den Agrimod kämpfen, der Gegenpart dazu wäre dann natürlich Ingrim oder eben Angrosch, der dann auf Seite der Zwerge dann ins Feld geführt wird. Man muss also in einer Stadt des Unhandwerks dem ehrwürdigen Handwerk nachgehen. Man muss sich dazu dann Kristalle beschaffen, diese Transportbox verändern mit Handwerksmaterialien. Man muss dann natürlich auch die richtigen Werkzeuge zu finden. All das stellt die Helden jetzt vor Probleme und ja, es könnte natürlich auch sein, dass sie auffliegen, dass die Wachen sie dann eben mitbekommen, dass dann irgendwelche Dämonen auf sie zukommen, dass irgendwelche Untoten auf sie zukommen. Und dieses Spiel in dieser Stadt ist sehr gefährlich. Sie müssen viel herausfinden, das ihnen dann auch später nach dem Finale hilft. Denn auch sie müssen später aus der Stadt fliehen. Auch da ist das Abenteuer dann nicht zu Ende, sondern auch das könnte noch einmal wichtig werden. Aber wir kommen erstmal weiter zu dem Punkt des Handwerks. Sie müssen also Kristalle bergen. Das ist nicht das Problem, zumindest nicht das richtige Problem, denn es gibt Kristalle. Man müsste nur jetzt in diese Kristallmine kommen, wo man vielleicht noch ein paar Probleme mit den Sklavenwächtern bekommt, aber am Ende kriegt man das vielleicht hin. Kristalle aus verschiedensten Farben. Man könnte sie natürlich auch kaufen, aber eigentlich will man doch runtersteigen in diese Säuremine bzw. Kristallsäuremine. Und da dann welche herausschlagen, herausbrechen. Man findet dann noch heraus, dass es so etwas wie eine Stadtseele gibt. Das ist ein bisschen verwoben mit dem Hintergrund der Stadt von nicht Yol'Gurmak, sondern ehemals Ysilia geheißen oder Yseleia. Als dann die Alhania mit ins Boot kamen, die ja, Thulamiden, sag ich mal, die dann eine Bienenkönigin angebetet haben. Wer dazu mehr wissen möchte, der sollte sich dann über die Alhania an sich informieren. Im Rahmen dieser Rezension spreche ich nicht weiter darüber. Sie finden nur heraus, dass es diese Stadtseele gibt und dass diese Stadtseele möglich wäre zu transportieren, um dann diesem Kristall eine neue Essenz zu geben. Der Kristall bzw. der Splitter von Agrimod muss dann eben, nachdem er verarbeitet worden ist, in diesem Stadtmaschinenherz, muss weiter angetrieben werden und zwar mit einer guten Seele. Also auch hier wäre ein Kontakt, eine Kontaktaufnahme mit der Stadtseele möglich. Dazu auch wieder der Tanz auf dem Rande des Abgrunds. Man kann dann hier Kontakt aufnehmen mit einem lieben und netten Schwarzmagier-Nekromantentotenbeschwörer. Denn dieser Nekromant kann dann diese Seele heraufbeschwören, damit man dann mit ihr spricht. Ja, so ganz einfach ist es. Muss man sich also wieder auch überlegen, ob man jetzt auch noch mit zusätzlich mit Dämonenbeschwörern auch noch mit Nekromanten herumlaufen möchte. An sich ist es eine sehr nette Person, ein sehr netter Gesprächspartner aus dem Horasreich, der einfach an ein paar Stellen in seinem Leben die falschen Entscheidungen getroffen hat. Aber ja, an sich ist es ein ganz netter Mensch, den ich auch gerne in anderen Abenteuern dann auch noch sehe und benutzen würde. Ja, hat man die Kristalle nicht nur geborgen und die Stadtseele dann ja dazu überzeugt, dass man sie mitnimmt, dann muss man die Kristalle auch noch göttlich reinigen. Dazu hat man natürlich die Ingrim-Geweihte mit dabei. So eine Liturgie erzeugt natürlich auch das gewisse Aufsehen von Dämonen. Das möchte man vermeiden. Man muss sich dazu also auch überlegen, wo man diese Rituale ja ausführt. Ganz schwierige Situation, aber da kann es dann auch dazu kommen, dass die Ingrim-Geweihte ja eventuell entdeckt wird, dass Dämonen auf sie aufmerksam werden und dass sie dann eben auch entführt wird und vielleicht später auch als Seelenopfer auf dem Opferaltar landet. Auch eine sehr schöne Idee. Wie gesagt, das wurde an vielen Stellen dann eben auch weitergedacht, viele Tipps und Tricks, die dann dem Spielleiter hier an die Hand gegeben werden für den weiteren Verlauf. Alles optional. Man kann sich eben dafür entscheiden, dass man diesen Weg geht. Oder man kann sein eigenes Süppchen hier brauen. Also in dieser Sandbox wird man nicht alleine gelassen. Es sind viele Optionen dann, die einem Hilfestellung leisten. Und zusätzlich gibt es weiter und weitere Gerüchte, die einem dann helfen, in dieser Stadt zu überleben oder eben es auch sehr, sehr schwer machen. Ja, sind die Kristalle gereinigt und die Ingrim-Geweihte entführt, dann bleibt einem eigentlich nichts mehr weiter übrig, als hinab in den Schlund zu steigen, in die Dämonenschmiede, tief in das Herz von Yol'Gurmak, die schlägt, die atmet, die ein eigenes Herz hat und die sehr, sehr nah an den Niederhöllen ist, also von der dritten in die siebte Sphäre ist es dann hier eben nur noch wenige Treppen, die dann hinunterführen. Und hier kann man dann auf ja, verschiedenste Konstrukte treffen, Golemiden, irgendwelche eisernen Maschinen, Menschen, Dämonen, Zwerge. Hier ist eigentlich irgendwie alles.
Und man wird hier sehr schön in das Reich von Agrimmort geführt. Mit jeder Stufe, die man hinabsteigt, wird es schlimmer und schlimmer und wärmer und wärmer. Es ist natürlich sehr mechanisch, das muss man mögen. Einige sind da vielleicht nicht ganz so gewillt, dass man dann Aventurien so mechanisch sieht. Aber ich finde, wenn es irgendwo hingehört, dann in dieses Reich von Leonardo, der ja auch schon früher Flugmaschinen gebaut hat und irgendwelche Formel-1-Rennwagen. Das war ja schon mit DSR-1 damals in der Harvena-Box. Also man kann nicht sagen, dass das irgendwie was Neues wäre, sondern das ist einfach schon seit der allerersten Publikation wäre das eine der Möglichkeiten, die damals geboten worden ist. Mag vielleicht nicht jeder, aber an sich gehört es hierhin. Das Finale ist besonders interessant, denn das habe ich ja schon gesagt, die Helden dürfen nicht einfach Leonardo umbringen, sondern sie müssen seinen Tod nicht verhindern, aber sie müssen ihn zu seinen eigenen oder zu unseren eigenen Bedingungen ausführen. Das heißt, man muss die Seele retten, man muss den Kristall mit Leben füllen, und zwar mit dem Leben, das man haben will. Man muss zusätzlich das Opfer versuchen zu verhindern, also die Ingrim-Geweihte, beziehungsweise eine Akolutin, wenn man denn die Geweihte an sich retten konnte. Das ist ja eben auch möglich. Da kann man dann ganz beliebig hin und her tauschen. Sie müssen sich zusätzlich gegen die Angreifer wehren und das alles sehr, sehr nah am Schlund von Agrimmort. Hier sind dann vor allem die Spieler mit kreativen Ideen gefragt und sie müssen auch hier so ein bisschen handwerkerisch denken. Zumindest würde das eben helfen, wenn man dann auch so Sachen hat wie Grobschmied. Also auch das würde dann dem Abenteuer zugutekommen, beziehungsweise den Helden würde das zugutekommen. Und ja, man muss eben sehr aufpassen, dass man den Endgegner nicht zu früh umbringt, er darf nicht zu spät sterben, man muss dann eben diesen Kristall wieder mit Leben füllen und dafür dann entweder diese Stadt der Seele heraufbeschwören, man kann auch seine eigene Seele daran verwursten oder aber man kann auch die Ingrim-Geweihte dazu anhalten, dass sie selbst ihre Seele gibt, denn auch das würde sie prinzipiell tun. Am Ende, das Finale wird irgendwie gewonnen. Wer mehr wissen möchte, wie das alles abläuft mit Karte und welche Bedingungen da dann alle vorliegen, der muss dann tatsächlich in das Abenteuer reingucken. Ich werde das Finale ansonsten nicht weiter hier ausformulieren, weil es eben auch wieder sehr abhängig davon ist, welche Helden man ins Finale führt. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass der Körper von Leonardo stirbt, auf irgendeine Art und Weise. Das ist ja, wie gesagt, das Ziel. Und wir gehen davon aus, dass irgendeine Seele in den Kristall bzw. in den Splitter von Agrimmort fährt, damit diese Weltenmaschine eben auch wieder kontrolliert wird zu eigenen Bedingungen. Und zwar am besten dann gefüllt nicht mit der Seele von Leonardo, sondern mit einer guten Seele, also die Stadtseele der Alhania, die eines Ingrim-Geweihten oder der Angrosch-Geweihten, wenn man denn hier einen solchen mit hat, beziehungsweise dann andere Spielerhelden. Es kann zusätzlich dazu kommen, dass die Helden einen Agrimmort-Pakt eingehen oder eingehen könnten. Auch das ist eine gute Option, die hier geboten wird. Sollte man natürlich immer mit rechnen, wenn dann vor allem Geweihte versucht werden oder aber wenn man mit einem Splitter Kontakt hat. Das war damals im Jahr des Feuers, Band 3 auch nicht anders. Oder auch in den zahlreichen anderen Publikationen wie Bahamuts Ruf. Auch da wurde oft mit einem Pakt zu Charybdis dann gewunken und man konnte sich den anlächeln. Also auch hier an dieser Stelle nicht verwerflich. An dieser Stelle beginnt dann die Flucht aus der Stadt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sich die Helden auch im Vorfeld schon einmal Gedanken darum gemacht haben, wie sie jetzt hier fliehen. Und all die Informationen, die sie im Vorfeld schon gewonnen haben, würden ihnen dann hier sehr, sehr weiterhelfen. Das heißt, wer einfach nur am ersten Tage hoppla hopp durch die Stadt gerannt ist und keine Informationen aufgenommen hat, wer nicht dieses Feeling der Stadt dann inhaliert hat, der wird es dann später bei der Flucht sehr schwierig haben. Aber es wäre eben möglich, dass sich die Helden auch schon im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie man hier rauskommt. Wäre zumindest sehr hilfreich. Wir gehen einfach mal davon aus, dass die Helden es schaffen und dann eben über verschiedenste Wege aus der Stadt auch herauskommen. Danach beginnt die Rückreise. Auch die kann man natürlich noch beliebig erschweren. Kommt immer darauf an, wie die Helden dann eben auch noch konstituiert sind, haben sie viele Lebenspunkte verloren oder auch nicht. Sie erreichen am Ende dann den Zwergen Aromboloch und können dann gemeinsam mit ihm ja in den Abspann gehen, können sich dann überlegen, wie der Splitter verwahrt wird in dieser Transportbox und was dann mit der Seele von Leonardo passiert. All das würde dann in einem Ausklang stattfinden, aber an dieser Stelle endet dann auch das Buch. Es gibt, wie gesagt, noch sehr, sehr viele Anhänge, sehr, sehr viele Handouts, die dann helfen.
Aber auf die gehe ich hier in diesem Verlauf nicht ein, sondern beende an dieser Stelle die Rezension und würde in eine Bewertung übergehen. So, kommen wir zur Bewertung. Und da geht es wieder mal los mit der Modularität. Das heißt, wie einfach kann ich es anpassen? Nicht nur für DSA-Verhältnisse, sondern eben auch in anderen Systemen, also Pathfinder, D&D oder meinetwegen auch Cthulhu oder so etwas. 2,5 von 5 Punkten. Das liegt vor allem daran, dass es zeitlich begrenzt ist. Man kann sicherlich auch in anderen finsteren Städten dann dieses Abenteuer spielen und leiten. Man kann das sicherlich anpassen, aber das ist nicht wirklich notwendig. Ich finde, es gehört auch nach Aventurien. Es ist einfach jetzt Teil der Splitterdämmerung des Zykluses und da müsste man eben aufpassen, an welcher Stelle man es spielt. Es muss definitiv nach der Borbarat-Kampagne gespielt werden und es muss auch definitiv nach dem Jahr des Feuers gespielt werden und es sollte dann eben auch eine gewisse Zeit verstreichen. Was bedeutet das? Ihr solltet es nicht dann gleich im Jahre 1028, 1029 erzählen, sondern irgendwie im Jahre 1000, ich sag mal 35. Wenn ihr wollt, könnt ihr 1035 anfangen. Ob jetzt Wahrung schon befreit sein muss, eigentlich nicht. Also wenn ihr es in eurem Kanon dann vorziehen wollt, könntet ihr das machen. Man kann es auch natürlich weiter nach hinten verschieben, also dann 1040, 1042 spielen. Würde dir ebenso möglich sein, da würde nichts kaputt gehen, aber in anderen Welten geht das so nicht. Spielspaß, ja, 5 von 5 Punkten. Man muss natürlich Bock auf Yul'Gurmak haben, auf Schwarztoprien, auf finstere Sachen und auf epische Questen. Der Spielspaß ist in meinen Augen besonders hoch. Es ist eine Sandbox, sie wird geführt, man hat immer eine Aufgabe vor sich, man weiß immer, was das nächste Ziel ist, wo man als nächstes hinkommen kann und dadurch, dass einem auch viele NPCs an die Hand gegeben werden, die eigentlich ganz gut sind, beziehungsweise mit dem man eben herumlaufen kann, ohne dass man einen Pakt mit den Niederhöllen eingeht, finde ich eben, man weiß, wo man hin muss und das erhöht den Spielspaß ganz deutlich. Spielleiter-Schwierigkeit, ja, 5 von 5 Punkten, eigentlich auch merkwürdig, aber es sind unglaublich viele Tipps gegeben. Das Abenteuer ist gar nicht so schwer, wie man meint. Ich finde, man muss sich noch ein bisschen überlegen, wie man diesen Fluff darstellt in einer solch finsteren und schwarzen Stadt. Aber auch hier wurden schon viele Beispiele gegeben, viele Zufallsbegegnungen, die man einbauen kann. Und da muss man immer mal wieder ein bisschen dran erinnern. Aber das kann man dann, wenn man das Buch einmal gelesen hat, kann man damit so ein paar Markern drin kleben. Kann man das richtig gut dann auch aus dem Buch leiten. Es ist gut strukturiert, es ist echt. Also ich würde auch gerne sowas machen wie ein Hilfstutorial, wie man das Ganze noch besser erzählen kann. Das habe ich ja bei den namenlosen Klingen, diesen Chakagra, da habe ich das ja auch schon mal gemacht, dieses Abenteuer so ein bisschen verbessert, in Anführungsstrichen. Ich hatte überlegt, ich hätte das echt gerne gemacht, aber jeder einzelne Punkt, den ich hier genannt hätte, wurde mir bereits im Vorfeld schon aus der Hand genommen und jeden Tipp, den ich hätte geben können, der wurde auch hier schon genannt. Also diese drei Autoren, die das Abenteuer geschrieben haben, sind absolut, ja, absolut herausragend. Sie wissen einfach, wie man Yul'Gurmak erzählt, wie man Yul'Gurmak leitet. Bonuspunkte. 5 von 5. Das Abenteuer ist das Beste in meinen Augen, das Beste dieses Splitterzykluses. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Abenteuer gibt, was so noch irgendwie besser ist. Also ich fand Blutige See und Bahamuts Ruf ja immer sehr, sehr stark, aber ich glaube, dass dieses Abenteuer noch mal besser ist. Blutige See hat einfach sehr viel Charme durch die Zufallstabellen und durch die Idee, dass man mit einer Dämonenarche herumsegeln kann. Aber ja, man kann in einer Säuremine arbeiten. Also, was gibt es denn schon Besseres? Das Buch bekommt von mir 17,5 von 20 Punkten. Ich muss leider bei der Modularität ein paar Punkte abziehen, aber Kaufempfehlung geht definitiv raus und nicht nur die Kaufempfehlung, sondern auch die Spielempfehlung. Also ihr solltet das Ding wirklich spielen. Besorgt euch im Vorfeld vielleicht noch den Prequel. Den muss ich auch noch einmal durcharbeiten. Dann habt ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spaß dran. Den Roman müsst ihr nicht lesen. Und wenn ihr einfach die Zusammenfassung euch anseht, die ich schon vor einigen Wochen gemacht habe, wo der Splitter herkommt und wer Leonardo ist, wer Galotta war und so weiter, dann solltet ihr das definitiv spielen. Damit bin ich durch. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.